Nächste Rednerin unserer Aktuellen Stunde ist unsere Kollegin Dr. Lucretia Joachimsen für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben wieder mal erleben müssen eine Gleichsetzung von rechtsextrem und links. Ich finde es nicht hinnehmbar in diesem Haus. Wir haben erlebt, dass ein empörendes Zeichen hier hochgehalten wird im Hohen Haus, gegen das die Linke Strafanzeige erhoben hat. Es ist fälschlicherweise auf die Website gekommen und wir haben Strafanzeige dagegen erhoben. Es ist hier gesprochen worden von dem Einsatz für die Freilassung des Soldaten Chalit. Darf ich Sie mal alle erinnern, wer diesen Antrag eigentlich zunächst gestellt hat in diesem Haus? Das war die Fraktion Die Linke. Und darf ich Sie daran erinnern, dass es Ihre Fraktion war, die gesagt hat, mit der Linken zusammen machen wir einen solchen Antrag in diesem Parlament nicht. Das ist Ihre Doppelmoral und das ist Ihr Umgang mit der Wahrheit. Nein. Wir brauchen nicht uns abzukehren von irgendetwas. Unsere Parteispitze ist vollkommen klar in der Haltung zu Antisemitismus und anti-israelitischen Positionen. Und wir haben genug Belege. Und ich könnte es Ihnen ja jetzt einfach machen und sagen, es ist eine Unverschämtheit, dass ausgerechnet die Globke, Filbinger, Kiesinger, Oettinger CDU und die Mende und Möllemann FDP uns antisemitische und israelfeindliche Positionen vorstellen. Ich könnte es auch uns einfach machen und leicht und sagen, diese Unwahrheiten, diese Halbwahrheiten, diese Verdrehungen, diese fehlenden Belege des von Ihnen als wissenschaftliche Untersuchungen bezeichneten politischen Positionspapiers aufzählen und beschreiben. Nur ein einziges Beispiel. Wolfgang Gierke, der Kollege der Linksfraktion, wird dort angegriffen mit einem Buch. Dieses sei antizionistischer Antisemitismus. Wolfgang Gierke hat in diesem Buch 2009 ein Fazit geschrieben, das lese ich Ihnen jetzt vor mit Erlaubnis des Präsidenten. Der Holocaust, die Verbrechen des deutschen Faschismus und seiner Helfer, der Mitläufer und Wegseher, begründet das besondere, nicht auflösbare Verhältnis Deutschlands zu Israel. Nach dem Holocaust hätte die Linke verstehen müssen, dass der Zionismus mit seinem konkreten Ziel der territorialen Eigenständigkeit eine angemessene Antwort auf das fundamentale Bedürfnis des über Jahrhunderte verfolgten jüdischen Volkes nach Sicherheit war. Ein Beweis für die antisemitische, antizionistische Haltung des Kollegen Gierke, des Autors Gierke und damit der Linksfraktion. Es ist vielleicht nur ein Aperçu am Rand der Geschichte, aber am 16. Dezember 2009 hat der Botschafter des Staates Israel, Gierke, einen Brief geschrieben. Den Jahreswechsel habe ich zum Anlass genommen, Ihnen zu Ehren einen Baum im Wald der deutschen Länder in Israel pflanzen zu lassen. Ich hoffe, Ihnen damit eine Freude bereitet zu haben. Ja. Wissen Sie, das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, die Sie da anziehen. Und das ist die Wahrheit. So gehen Sie hier in diesem Parlament mit uns um, nur um Stimmungsmache zu betreiben. Und jetzt sage ich Ihnen etwas anderes. Mir ist das Thema, das große gesellschaftliche Problem Antisemitismus in Deutschland, zu bedrängend und zu ernst, um damit mit dem üblichen Politreflex im Parlament umzugehen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Linke eine Grundposition vertritt, die bedeutet, gegen jede Form des Antisemitismus in der Gesellschaft vorzugehen. Und außerdem haben wir ein für alle Mal beschlossen, ich zitiere, dass Deutschland wegen der furchtbaren Verbrechen der Deutschen an den Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus eine besondere Verantwortung gegen Israel und gegen jede Art von Antisemitismus, Rassismus, Unterdrückung und Krieg hat. Diese Verantwortung ist nicht relativierbar.
Sie schließt das Bemühen um einen palästinensischen Staat und die Garantie des Existenzrechts Israel ein. Die Linke vertritt diese Positionen nach innen. Boykottaufrufe sind nicht hinnehmbar in unseren Augen. Und wir dulden Antisemiten nicht. Und die Linke vertritt diese Position auch nach außen, indem wir auf Demonstrationen mit Tausenden von Aktionen in parlamentarischen und außerparlamentarischen Gruppen, in Büchern und Vorträgen Gesicht zeigen. Aber es gibt Antisemiten in unserer Gesellschaft, und zwar nicht wenige. Und warum ist das so? Weil in unserer Gesellschaft immer noch und immer wieder antisemitische und rassistische Haltungen aufbrechen. Die Vorredner haben es benannt. Und das, liebe Kollegen und Kolleginnen, das ist unser gemeinsames Problem. Dagegen müssen wir angehen. Und bitte nicht Stimmungsmache aus parteipolitischem Kalkül aktuell an der Oberfläche mit Pseudowissenschaft, nur um einer Partei den Ruf zu schaden.